Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar über Bücher, in denen es um heiße, scharfe Bad Boys geht. Denn wir alle lieben sie doch. Die Typen, die irgendwie so unsere niederen Instinkte ansprechen. Mit gestähltem Körper, Tattoos von oben bis unten. Und sie haben eine raue Schale, aber sind innen ganz weich und würden für ihre Frau einfach alles tun. Es ist ein sehr unrealistisches Szenario, aber wir lieben es doch alle. Ich habe schon einige Bücher aus dem Genre gelesen und es war echt schwer, mich für fünf von den Jungs zu entscheiden, die ich wirklich cool fand. Aber legen wir doch einfach mal direkt los. Der erste Kandidat, den ich euch vorstellen möchte, ist Ace aus Blind Date, tödliche Verführung von Becca Foster. Das Buch habe ich erst kürzlich gelesen und deswegen ist mir Ace noch sehr gut im Gedächtnis geblieben. So richtig bad ist er allerdings gar nicht, denn Ace ist ein Hüter des Gesetzes. Ja. In Blind Date geht es um Hartley. Sie hat vor einigen Jahren ihren Mann verloren und jetzt überredet ihre Freundin sie, ja, so eine Art Blind Date Marathon zu machen. Sie trifft da so ein paar mehr oder weniger coole Typen, so. Aber so richtig was ist nicht dabei. So einer, mit dem trifft sie sich halt nochmal, aber es war jetzt nicht der große Hype. Trotzdem passieren auf einmal merkwürdige Dinge, denn auf einmal liegt eines Morgens ein T-Shirt ihres toten Ehemanns auf dem Tisch und Hartley ist sich ziemlich sicher, dass sie das da nicht hingelegt hat. Denn sie hat dieses T-Shirt schon seit Jahren nicht mehr angefasst. Und ja, nach und nach passieren immer mehr merkwürdige Sachen und zu allem Überfluss ist halt auch noch ein Serienkiller in der Stadt unterwegs. Aber Hartley kann geholfen werden, denn direkt in der Wohnung neben ihr wohnt ein sehr attraktiver Polizist, Ace. Hartley hat allerdings mit ihm bis jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Am besten ist es, ihn sich einfach nur anzuschauen, denn er ist wirklich wahnsinnig attraktiv. Er hat einen gestählten Körper. Ich glaube, tätowiert war er auch. Auf jeden Fall ist er aber auch immer sehr mürrisch. Und ja, denn Hartley hat schon mehrmals versucht, ihm Hallo zu sagen, ihn zu grüßen. Sie winkt ihm sogar. Also er kann sie gar nicht übersehen, aber Ace ignoriert sie einfach. Und ja, bis sie dann in Not ist. Und auf einmal stellt sich raus, dass Ace gar nicht so bad und mürrisch ist, wie er zuerst getan hat. Ja, also mit Ace kann man wirklich seinen Spaß haben. Ich fand ihn sehr cool, sehr süß und das Buch hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann es wirklich empfehlen. Der nächste heiße Typ, den ich mir geschnappt habe, ist Rule aus In seinen Augen von Jay Kronover. Das ist der Start einer Reihe und ich konnte mich gar nicht so richtig entscheiden bei den ganzen heißen Jungs, aber Rule hat mich tatsächlich bisher am meisten beeindruckt. Worum geht es? Es geht, wie gesagt, um Rule. Und der muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn er hat vor kurzem seinen Zwillingsbruder verloren. Ja, er ist tot und Rule versucht damit klarzukommen, indem er, ja, sich nicht nur mit seinem Job als Tätowierer ablenkt. Er hat ein eigenes Studio mit seinen Freunden zusammen. Nein, er ist auch One-Night-Stands nicht abgeneigt. Er geht einfach gerne einen trinken, reißt sich da ein Mädel auf und ja. Das war's. Ganz oft erwischt ihn da in flagranti Shaw. Shaw ist die, ja, beste Freundin seines verstorbenen Bruders und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rule zu den sonntäglichen Familienessen zu seiner Familie zu schleppen. Denn ja, Shaw ist sowas wie eine Art Mitglied der Familie und nur weil ihr bester Freund tot ist, ist sie da halt nicht ausgeschlossen worden, sondern sie geht da trotzdem noch hin. Rule ist überhaupt kein Fan von seiner Familie, er steht da eigentlich überhaupt nicht drauf und ja, das ist schwierig zwischen ihm und Shaw. Ja, für ihn ist sie halt die nervige beste Freundin seines Bruders und er kann mit ihr nicht so wirklich viel anfangen. Bei Shaw sieht das allerdings ein bisschen anders aus, denn sie ist ziemlich in Rule verknallt. Er ist halt der Inbegriff eines Bad Boys, eines wirklich klischeehaften Bad Boys und sie findet ihn aber super toll. Und ja, irgendwie passiert es dann, dass die beiden miteinander im Bett landen. Ich mochte Rule und Shaw total gerne und generell Rule. Er ist so ein bisschen, ja, er kann schon manchmal nerven. Er ist jetzt nicht so super tough. Er ist schon manchmal auch ein richtiger Mistkerl und er nimmt keine Rücksicht auf die Gefühle anderer. Aber wenn man dann so ein bisschen hinter seine Fassade geschaut hat, dann ist er ein echt cooler Kerl und Shaw schafft es halt auch, ja, seine guten Seiten aus ihm rauszukitzeln.
Ich kann das Buch echt empfehlen. Es ist jetzt gerade als E-Book auch noch mal in einer etwas hübscheren Aufmachung erschienen. Aber lasst euch von dem, ja, 0815-Cover hier nicht abschrecken. Es ist wirklich, es ist ein sehr süßes Buch. Der nächste Bad Boy, mit dem ich euch unbedingt bekannt machen möchte, ist Blake aus Riding Free von Ronja Weiss. Das ist der zweite Teil einer Reihe, aber die sind nicht so wirklich miteinander verbunden. Also man könnte sie auch einzeln lesen, wobei ich die Reihe wirklich empfehlen kann. Blake ist Mitglied der Death Riders und ist seinem Club wirklich treu ergeben. Er war wegen Waffenschmuggel für den Club schon mehrere Jahre im Gefängnis, aber das hat seiner Liebe zum Motorradclub und zu seinen Präsidenten und seinen Mitgliedern keinen Abbruch getan. Er steht voll hinter der Sache. Also er ist so ein richtig harter Hund einfach, so ein richtiger, ja, tougher Typ, ein gestählter, muskelbepackter Kerl mit Motorrad und Tätowierungen und einfach, ja, super heiß, ein Bad Boy wie aus dem Bilderbuch. Ja, und dann trifft er auf Eva und Eva ist Polizistin. Zwischen den beiden entwickelt sich etwas, was nicht sein darf, denn sie ermittelt gegen die Death Riders, denn da sind schon wieder irgendwelche Waffengeschäfte am Laufen und ja, Eva glaubt aber nicht, dass ihr Blake etwas damit zu tun hat. Was passiert, müsst ihr selber rausfinden, aber es war ein richtig gutes Buch. Den ersten Teil der Reihe mochte ich nicht ganz so gerne, aber im zweiten Teil dieser Reihe jetzt hat Ronja Weiss einfach gezeigt, was sie drauf hat. Sie schafft es total gut, diese Biker-Motorrad-Club-Atmosphäre einzufangen. Und ja, sie hat auch ein paar prickelnde Szenen geschrieben. Dabei, sie verpulvert das gar nicht so auf den ersten Seiten, sondern sie lässt den Leser so ein bisschen zappeln und, dann kriegt man aber rote Ohren. Ich sag euch das, ich mochte Blake und Eva total gerne. Sie ist jetzt auch nicht so die, so eine Schickimicki-Tussi oder so, sondern eher so sportlich und drahtig und das war einfach eine richtig coole Mischung und gepaart mit diesem düsteren Motorradclub-Feeling. Also, es ist ein Buch, das ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Und weil ich so auf Bad Boys stehe, die Motorrad fahren können, habe ich hier gleich noch einen für euch, nämlich Ripper aus I'm Beautifully von Madeline Sheehan. Auch das ist der zweite Teil einer Reihe. Man könnte ihn unabhängig voneinander lesen, aber ich empfehle sowieso dringend, die ganze Reihe zu lesen, weil sie einfach unwahrscheinlich gut ist. Und wenn man mal was anderes gelesen haben möchte, was nicht den üblichen Klischees entspricht, dann liest man diese Reihe. Worum geht's? Es geht um Ripper. Er ist ein hohes Mitglied der Hell's Horsemen. Und ja, weil er Mitglied der Hell's Horsemen ist, hat er in der Vergangenheit etwas echt Beschissenes erlebt. Denn er wurde von jemandem attackiert und da sehr gezeichnet. Er ist total vernarbt, sein ganzer Körper ist vernarbt und vor allem ist sein Gesicht vernarbt. Er, ja, ist seitdem auch so ein bisschen ruhiger geworden. Er war früher mal so ein lustiger, cooler Typ und jetzt ist er etwas in sich zurückgezogen. Und ja, er trifft hier auf Danny. Danny ist die Tochter seines Präsidenten und sie ist wesentlich jünger als er. Also ich glaube, Ripper war schon über 30, Mitte 30 oder so und Danny ist gerade mal volljährig, wenn sie überhaupt schon volljährig ist, doch ich glaube schon. Aber so gerade so. Und ja, die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein, denn sie ist so ein, ja, rosa Girly Girl und ihr Vater tut alles für sie und sie ist überhaupt nicht so in diesem Motorradclub-Game drinne und ja, aber die beiden kommen sich näher und es ist einfach wow. Es ist so dreckig und widerlich und gemein und trotzdem so unwahrscheinlich schön. Ich habe bei diesem Buch mehrmals geheult, weil es so mich so ergriffen hat, was zwischen den beiden passiert. Es ist nicht einfach ihre aufkeimende Beziehung und da ist auch viel dazu, was halt dagegen spricht, aber wow. Also wirklich, ich habe keine Worte dafür. Ja, mir gefällt an Ripper, dass er nicht dieser, ja, typische Bad Boy ist, wie wir ihn uns vorstellen. Denn wir denken immer an einen perfekten Kerl. Ja, Ripper ist natürlich durchtrainiert und ja, so ein schon ein böser Kerl und er war wahrscheinlich auch mal jetzt sehr hübsch, aber durch diese Narben hat er zumindest seine äußere Schönheit verloren. Und
Er ist eben auch keine 20 mehr, sondern eben schon älter. Und ja, das hat mir an diesem Buch sehr gut gefallen, denn ein erfahrener Bad Boy ist halt ja besser als einer, der von Bett zu Bett springt, sondern Ripper weiß, was er will. Madeline Sheehan hat hier eine Reihe geschaffen, die super ist, wo kein Charakter dem anderen gleicht. Sie hat wirklich jeder Figur, ja, ein eigenes Leben eingehaucht. Und das ist etwas, das können nicht unbedingt alle Autoren. Bei vielen merkt man, dass es sich so ein bisschen um Abziehbilder handelt. Aber hier kriegt man wirklich Figuren, die einzigartig sind. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Bad Boy für euch, der eher so in die humorvolle Richtung fällt, obwohl er selbst gar nicht so unbedingt humorvoll ist, nämlich Oscar aus Cream of the Crop von Alice Clayton. Ja, hier geht's um Natalie. Sie ist so der Inbegriff eines absoluten It-Girls. Sie wohnt in Manhattan und besucht einmal die Woche den Bauernmarkt. Und ja, wenn sie dahin geht, ist sie ist schon kurz vorm Hyperventilieren, also sie bricht schon fast zusammen, denn sie weiß, er wird da sein. Oscar, ein Hühne von einem Mann. Er ist wirklich breit und sie kommt sich so zierlich vor, wenn sie vor ihm steht. Und er steht dann da an seinem Stand, wo er den besten, leckersten Käse hat, den die Welt jemals gesehen hat. Und sie steht dann vor ihm und sie will ihn eigentlich am liebsten anflirten und anbaggern, aber sie kann nicht. Und dann erschüchtert sie so ein mit seiner Schönheit, mit seiner, ja, er ist so dunkelhaarig und einfach ein breiter Typ und so ein richtiger, ja, nicht so ein Bär, also ein heißer Bär. Ja, und sie steht dann vor ihm und erwartet, dass sie etwas sagt, so. Und dann nur, kommt nur raus, Käse. Und sie, und er gibt ihr Käse. Und dann war's das. Dann sieht sie ihn wieder eine Woche nicht. Das ändert sich aber, denn ein Job führt Natalie, ja, in die Nähe seines Wohnorts. Und ja, dort lernt sie Oscar dann näher kennen. Und zwischen den beiden prickelt es gewaltig. Mich kann nicht abstreiten, dass es mir in dem Buch fast schon ein bisschen zu viel Erotik war. Und ich das damals, als ich es gelesen habe, nicht so gut fand, dass es so krass war. Aber rückwirkend betrachtet fand ich es einfach super süß, wie die beiden miteinander umgehen und sich dann näher kennenlernen. Und ja, also da hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß. Und ich habe noch den dritten Teil dieser Hudson Valley-Reihe zu lesen und da freue ich mich schon drauf, denn da geht es um einen Bäcker oder sowas. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall kann ich Cream of the Crop empfehlen. Lernt Oscar kennen und habt mit ihm Spaß. Ja, das waren die Bad Boys, mit denen ich euch unbedingt bekannt machen wollte. Kanntet ihr schon einen davon? Oder habe ich euch wirklich fünf komplett neue Männer vorgestellt? Lest ihr auch so gerne Bad Boy-Geschichten? Und lügt mich nicht an. Ich weiß, dass ihr es tut. Ich weiß, dass ihr Bad Boys wollt. Ja. Wenn ihr noch ein paar Tipps für coole Bad Boy-Geschichten habt, wer ist euer absoluter Bad Boy? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde es einsaugen und mir die Bücher auf jeden Fall anschauen. So, mehr habe ich dann heute auch nicht zu sagen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir ein Abo da. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!